Es ist eine Eigenschaft von höchster Wichtigkeit. Sie zu meistern ist eine Kunst. Sie ist nicht sehr kompliziert und dennoch erfordert sie ein hohes Maß an Aufrichtigkeit. Der Mensch ist fehlerhaft. Egal was er tut, er wird niemals Perfektion erlangen. Aber sie anzustreben, wird dafür sorgen, das Maximum aus sich selbst herauszuholen. Jedoch wollen wir Menschen uns unsere Fehler, Mängel und Schwächen oft nur sehr ungern eingestehen. Wir suchen nach Ausreden und belügen uns selbst, um uns vielleicht stark zu fühlen. Nach außen verkörpern wir vielleicht diese starke Person, die wir vorgeben zu sein, und reden uns ein, alles sei gut, so wie es ist. Wir können Freunde und Familie belügen, wir können uns selbst belügen, aber wir werden niemals Allah subhanahu wa ta'ala belügen können. Allah der Erhabene spricht in seinem edlen Buch: Siehe, Allah kennt das Innerste eurer Herzen. Wir sollten uns das Beispiel eines der besten Menschen, die diese Welt zu Gesicht bekam, dem zweiten Kalifen des Islam, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, zu Herzen nehmen, indem er sagt: Zieh dich selbst zur Rechenschaft, bevor der Tag kommt, an dem du zur Rechenschaft gezogen wirst. Doch wenn wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen und über unsere eigene Person reflektieren, braucht es eine weitere Eigenschaft, durch die unsere Selbstreflexion erst Früchte tragen wird. Wir sollten uns nicht irgendwie zur Rechenschaft ziehen, sondern müssen diese Selbstreflexion mit einem hohen Maß an Aufrichtigkeit angehen. Sich selbst kritisch zu hinterfragen und zur Rechenschaft zu ziehen, war eine Selbstverständlichkeit unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manchmal gingen sie dabei sogar so weit, dass sie sich Eigenschaften zusprachen, die doch nicht einmal auf sie zutrafen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu selbst ist ein Beispiel dafür. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Liste mit den Namen der Heuchler vom Engel Jibril alaihi salam bekam, fragte Umar radiallahu anhu ständig danach, wer alles auf dieser Liste steht, in Sorge darum, dass auch sein Name dort zu finden sei. Und erst als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm versicherte, dass sein Name nicht auf der Liste steht, fand sein Herz Ruhe. Was für ein Ausmaß an aufrichtiger Selbstkritik muss man haben, dass man als einer derjenigen, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde, befürchtet, ein Heuchler zu sein. Es ist eben diese Eigenschaft, die sie ständig an ihrer Persönlichkeit arbeiten ließ. Ein weiteres Beispiel ist eine Überlieferung von Thabit bin Qais. Er war einer der Ansar und kehrte als Märtyrer bei der Schlacht von Yamama zu seinem Herrn zurück. Atha al-Khurasani überliefert, dass er einst nach Medina kam und nach jemandem suchte, der ihm Aussprüche von Thabit ibn Qais überliefert. Man brachte ihn zu seiner Tochter, welche ihm Folgendes überlieferte. Als der 18. Vers der Surah Luqman dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, und Allah liebt nicht die Hochmütigen, war dies sehr schwer für Thabit. Er schloss sich in seinem Haus ein und weinte. Man informierte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hierüber. Er ging zu ihm und fragte ihn. Da antwortete ihm Thabit: Ich liebe das Schöne und die Schönheit. Zudem bin ich der Anführer meiner Leute. Da erklärte ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Vers nicht wegen ihm offenbart wurde und er gut lebe und gut sterben werde. Er verkündete ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Dann wurde der zweite Vers der Surah Al-Hujurat offenbart. O, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten. Wieder schloss er sich in sein Haus ein und weinte. Denn dieser Vers wies die Gläubigen an, ihre Stimmen nicht über die Stimme des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu erheben. Er jedoch hatte eine sehr laute Stimme. Wieder besuchte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und versicherte ihm, dass jener Vers nicht auf ihn zutreffe. Er sprach zu ihm: Du wirst in den ewigen Gärten sein und als Märtyrer sterben. Wahrlich, du wirst in das Paradies eingehen. Thabit bin Qais radiallahu anhu bezog diese Verse direkt auf sich selbst. Er ging sehr hart mit sich selbst ins Gericht und zog sich sehr hart zur Rechenschaft. Und genau diese gewisse Selbstkritik benötigen wir, wenn wir Gleiches tun. Denn auf diese Art und Weise werden wir die Krankheiten, die sich in unserem tiefsten Inneren verbergen, finden und beseitigen können. Vielleicht werden wir sogar ähnliche Stufen wie ein Umar ibn al-Khattab, ein Thabit bin Qais oder andere Sahaba radiallahu anhum erreichen.
Dafür ist es allerdings unabdingbar, uns Zeit zu nehmen, um kritisch über uns selbst nachzudenken.